Dressur setzen wir fort mit Katalog Nummer 4. Blinding Light sehen wir da. Einen 3-jährigen Westfalen-Wallach vom Benicio mit dem Stockmaß 1,75 Meter unter dem Sattel von Marco. Mutter ist La Bella Luna vom Laudabilis, dann die Staatsprämienstute Fairness vom Ferragamo und die Staatsprämien- und Leistungsstute Dressur Eschner vom Ehrentusch. Wenn Sie mal schauen, in den ersten zwei Generationen dieser Stute sind etliche hochpreisige Auktionspferde hervorgegangen, wie zum Beispiel im Oktober 2017 mit 96.000 oder im Oktober letzten Jahres mit 126.000 Euro und auch 2012 aus der zweiten Generation ein Auktionswert hier auf der Elite-Auktion zugeschlagen für 110.000 Euro. Ja, dieser Dreijährige hier von Benicio abstammt, wirklich unheimlich schönes, harmonisches Pferd, auch für die Größe schön geschlossen. Oh, ist gut, Marco, ne? Und das Traben immer so ein ganz bisschen mit nach vorne nehmen. So, genau, ne? Gut. Ja, man sieht das auch immer schön unter den Körper arbeiten, aus dem Hinterbein mit den Gelenken. Ganz wichtig, auch für die weitere Ausbildung. Oh, ist gut, ne? Den Hals dürfen wir gar nicht zu hoch haben, Marco. Gleich ruhig einmal so ganz, genau, ganz bisschen mehr nach vorne. Das war eben das. Einmal schön zugestehen, dass er auch noch so nach vorne dieses Durchschwingen haben darf. Gar nicht zu kurz. Immer dran denken, S3 und groß und diese Natürlichkeit. Nur ein bisschen nach vorne. Kannst ruhig noch ein bisschen mehr jetzt. Naja, gar kein Problem. Aber das ist genau die Stelle, an der er da nachher, wenn er mehr Kraft hat, dann noch mal ein bisschen mehr durchtraben wird. Und ist gut. So, genau. Auch im Galopp immer wieder sehen, dass er schön den Zug nach vorne behält. Gut, gar nicht kürzer. Gut. So. Ja. Einmal ein bisschen abschnauben da. Gut. So, gar kein Problem. Ne? Alles gut. Da hat man schon gesehen, wie viel Qualität auch in dem Galopp ist. So, schön mit nach vorne nehmen. Sehr gut. Ja, auch das, ne? Im Moment wirkt das Vorderbein im Ablauf, haben wir noch vielleicht so eine Idee gerade, aber wenn der Hals mal mehr fallen lässt, der wieder das mehr nach oben kommt, dann wird sich das auch durch die Ausbildung nochmal schöner entwickeln. So ist gut, Marco, ne? Gut. Sehr gut. So war es jetzt genau richtig. Gut. So, ne? Dann daraus ruhig nochmal einmal ein bisschen das nach vorne anfühlen, was wir eben auf der linken Hand schon wollten. Sehr gut. Mehr brauchen wir gar nicht, ne? Da sehen wir schon, dass sich das wirklich ganz prima entwickeln lässt. Dann Rechtsgalopp. Gut. So, jetzt auch schön mit nach vorne. Gut. Ja, man sieht das, ne? Auch eher unheimlich rittig, konzentriert. Das, was wir unserem Dressurpferd auch erwarten und uns wünschen, dass die Pferde wirklich beim Reiter sind. Prima, Marco. Gut, ne? Können wir gleich durchparieren zum Trab. Ich denke, da brauchen wir gar nicht so viel mehr machen. Das hat jeder gesehen, wie viel Qualität da in ihm steckt. Ne, auch er muss einfach nur in Ruhe ein bisschen reifen, ein bisschen Kraft bekommen, dass der ganze Ablauf dann noch kraftvoller wird. Und dann hat man ganz, ganz tolles Dressurpferd. Dankeschön, Marco. Marco, herzlichen Dank zunächst. Das war die 4. Blinding Light vom Benicio, Laudabilis und Ferragamo.